Und so bekomme ich eine fantastische Überleitung zu unserem letzten Buch, Drauf los. So wie gesagt, Spiel, drauf los. Und so ist der Titel unseres letzten Buches. Daniel Nachbauer, ein junger Vorarlberger Autor, kam aus freien Stücken zu uns, erst nicht empfohlen worden. Er hat einfach unsere Homepage gesehen und gesagt, da will ich hin. Und wir haben gefunden, dass er zu uns passt. Vor 2 Jahren hat er Erzählungen, einen Band mit kurzen Erzählungen unter dem Titel Soll es brennen vorgelegt. Und in diesem Jahr haben wir einen zweiten Band von ihm veröffentlicht. Da steht Roman. Eigentlich ist es ein essayistischer Roman, wie ich jetzt gelernt habe. Es sind ja eigentlich selbstständige Kapitel. Und wenn man sie gelesen hat, kommt man drauf, sie gehören doch irgendwie zusammen. Und es hat einen Anfang und ein Ende, das passt, aber jede Geschichte steht trotzdem für sich. Und vor kurzem haben wir ihn in einer Lesung in Anif erlebt. Und wenn man glaubt, dass die Ländler, die Alemannen trocken sind, er hat uns gelehrt, was ein subtiler Humor ist. Und ich denke, euch gelingt es in ähnlicher Weise, wie er es geschafft hat, sein Werk uns näher zu bringen. Und am Schluss möchte ich ein paar Worte noch an Sie richten, falls Sie noch Geduld haben und warten können, bis es dann mit Musik und Buffet weitergeht. Paralleluniversum. Ich arbeite an einem Dokumentarfilm über Enrico Meyerberg, den berühmten Schriftsteller, der heuer 90 wird. Wider Erwarten ist es mir gelungen, eine Audienz bei ihm zu bekommen. Ich darf ihn auf seinem Anwesen im Bingstal besuchen und ein Gespräch mit ihm führen. Ich rufe also Marcel und Naomi an und sage ihnen, dass wir heute wie geplant fahren. Als ich beim Funkhaus aus dem Bus steige, sehe ich Marcels alten VW-Transporter schon auf dem Parkplatz stehen. Naomi schmeißt gerade die Heckklappe zu und winkt mir. Offenbar haben die beiden schon alles verstaut. Wir sind soweit, ruft sie von Weitem. Marcel holt nur noch schnell ein zweites Stativ und dann fahren wir. Jetzt bin ich aufgeregt. Meyerberg gilt als öffentlichkeitsscheu und hat keine Interviews mehr gewährt, seit er vor Jahren einmal eine hitzige Debatte um seine Cassandra-Gedichte führen musste. Ulrike Weberknecht hatte ihn bei der Besprechung des Lyrikbands in ihrem Literaturclub um 6 als Salonchauvinist bezeichnet, worauf er sie als kunstferne Vorabendsuffragette verspottet. Marcel kommt mit dem fehlenden Stativ, öffnet die Seitentür und legt die Einzelteile auf den Boden. Wir steigen ein und machen uns auf den Weg. Es ist gleich Mittag und wir müssen uns beeilen, wenn wir pünktlich um 16 Uhr ankommen wollen. Das schaffen wir locker, meint Marcel und steuert seinen klapprigen Bus auf die Autobahn. Wir hätten einen komplett ausgestatteten Wagen vom Rundfunk haben können, aber ich habe das Angebot abgelehnt, weil ich mir denke, dass der Dichter vielleicht gesprächiger sein wird, wenn dem ganzen Interview etwas Improvisiertes anhaftet. Mein liebstes Buch von Meyerberg trägt den Titel »Das halbe Leben«. Die Hauptfigur erhält vor dem Eintritt in die irdische Existenz von Gott das Angebot, ihr Leben in einem parallelen Universum zeitgleich ein zweites Mal leben zu können. In dem Parallelleben würden, so wird versprochen, alle Träume wahr werden, die sich in diesem nicht verwirklichen, weil alles, was hier so, dort auf entgegengesetzte Weise entschieden werden kann. Der Haken ist allerdings, dass damit auch umgekehrt jede Wahl, die sich in diesem Leben als glücklich erweist, im anderen unglücklich getroffen wird. Es beginnt schon mit der Entscheidung für das Geschlecht, ob das Leben als Mann oder Frau gelebt werden soll. In der unvergleichlichen Schlussszene schauen die beiden Varianten der Figur im selben Augenblick in den Sternenhimmel, wo sich unendlich weit entfernt das befindet, was ihnen jeweils zum vollen Genuss des Daseins fehlt. Das Spiegelmotiv ist typisch für Meyerberg. Das sieht man auch in den umstrittenen Cassandra-Gedichten. Dort wird die Seherin
von Zeus die Möglichkeit gegeben, sich für den von Apoll über sie verhängten Fluch zu rächen. Und zwar, indem sie falsche Prophezeiungen machen darf, die nun aufgrund der Tatsache, dass ihre früheren zu 100% eingetroffen sind, von aller Welt blind geglaubt werden. Ich will sein ganz Weib. Falsch sei meine Kunde. Verführt durch meinen schmucken Leib, geht selbst Heldenkraft an mir zugrunde. Heißt es in der Strophe, die damals so viel Anstoß erregte. Vielleicht werde ich den Dichter als erstes fragen, wie er sich selbst sein gespiegeltes Leben vorstellt. Ob es etwas gibt, das er in seinem Leben gerne ganz anders gemacht hätte. Dann wieder kommt mir das blöd und flach vor. Bald stehen wir vor dem geschmiedeten Tor, das versperrt ist. An dem Pfosten daneben ist eine elektrische Klingel angebracht, die leblos wirkt. Marcel streckt den Arm aus dem Fenster und legt den Finger auf die Taste. Wir müssen 2 oder 3 Minuten warten. Dann taucht eine große, dünne Frau mit dunklen Haaren auf, die uns das Gitter öffnet und uns auf den weitläufigen Hof winkt. Es stellt sich heraus, dass es die Tochter des Dichters ist, mit der ich schon telefoniert habe. Sie wirkt gestresst und abgekämpft. Sie hat bläuliche Ringe um die Augen, die tief in den Höhlen sitzen, einen kleinen Mund und ist blass wie ein Gespenst. Sie trägt ein mauergraues Leinenkleid und eine schwarze Schürze. Eine Schar Hühner folgt ihr gackernd. Sie vertreibt sie mit ungeduldigen Handbewegungen. Wenn es uns nichts ausmache, könne man das Interview in der Gartenlaube führen. Die frische Luft tue ihm gut. Sie verschwindet um die Ecke ins Haus. Es ist groß und schneeweiß, hat grüne Fensterläden, graue Simsen und Mauerblenden. Eine schokoladenbraun gestrichene Scheune steht schräg gegenüber mit einem auf Hochglanz polierten froschgrünen Traktor darin. Davor eine prächtige Linde, darunter die Laube, auf der eine goldene Kugel prangt. Verglast, achteckig, mit einer Sitzbank darin und einem runden Tisch. Während ich mich umschaue, bauen Naomi und Marcel die Gerätschaften auf. Meyerberg wird von der Tochter im Rollstuhl geschoben. Kaum haben wir ihn gemeinsam über die Schwelle in die Laube gehievt, macht sie sich wieder davon. Der Dichter ist hagerer als auf den Fotos, die ich von ihm kenne. Er wirkt aber trotzdem noch stattlich. Seine schneeweißen Haare sind in Unordnung. Links und rechts der Mundwinkel hat er jeweils 3 grämliche Falten, von denen etwas Tierhaftes ausgeht. Die Augen sind groß und dunkel, wie 2 Kohlen. Ich stelle mich zuerst vor und bedanke mich für seine Zusage. Ihre Stimme am Telefon hat mir gefallen, sagt er nachdenklich, weich und dennoch körnig. Ich habe sie mir anders vorgestellt. Es ist komisch, an manchen Tagen sehe ich nur Schatten, dann wieder gestochen klar. Vielleicht sehen sie ja doch so aus, wie ich es mir gedacht habe. Ich hoffe, es war keine falsche Entscheidung. Ich gebe keine Interviews mehr, wissen Sie? Das hier war das Letzte. Wissen Sie, Fräulein, wenn man so jung ist wie Sie, dann denkt man, die Energie, die Lebenskraft, nicht wahr, kommt aus der Mitte heraus, aus der Gegenwart. Aber wenn man so alt ist wie ich, dann bemerkt man, dass wir aus dem Ende heraus leben, vom Ende her, verstehen Sie? Das Leben ist ein fortwährender Verlust von Energie, die wir an das Ende abtreten. Und das Verlieren macht die Bewegung. Es ist ein Sog. Wenn alles drüben ist, hinter dem Ende, dann ziehen wir um in die Unwirklichkeit, wo wir wirklich leben. Wissen Sie, ich gebe keine Interviews mehr. Das hier war das Letzte. Ein wenig betreten, versuche aber gleich anzuknüpfen mit der Frage, die ich mir vorhin im Auto zurechtgelegt habe. Ob er sich wünsche, gleichzeitig in einem Paralleluniversum alles anders machen zu können. Ich muss nahe zu ihm hinrücken und ganz laut mit ihm sprechen. Er denkt lange nach und reibt sich die Nase. Ich fürchte schon, es kommt nichts mehr. Aber dann erwacht er auf einmal. Ja, doch, ja. Mein Paralleluniversum ist ja das Gedicht. Hier kann ich jeden Tag alles anders machen. Anders und wieder anders.
In der Fantasie ist die Welt verfügbar. In der Wirklichkeit verfügt sie über uns. Das Gedicht ist ja an sich das andere, verstehen Sie? Im Gedicht, durch das ich wandere, ist das andere anders als das andere. Er ruft nach Anni. Sie kommt und er will, dass sie diesen Satz für ihn notiert. Im Gedicht, durch das ich wandere, ist das andere anders als das andere. Anni zieht tatsächlich einen Block aus ihrer Schürze und schreibt die Strophe auf. Dann dreht sie sich gleich weg und geht wieder. Ich denke mir, dass ich ihn aus der Reserve locken und seine Erinnerungen aktivieren sollte. Ich spreche ihn also auf die Cassandra-Debatte von damals an. Wieder massiert er sich lange die Nasenspitze und versinkt ins Grübeln. Ja. Ach ja. Wie hat sie geheißen? Kindel Wicht, Windelbrecht. Zweimal Mädchen. Nee, ich hätte mich raushalten sollen. Das ganze Blabberkarussell. Aber ich war ja total verpanzert. Ich habe mir selber für Monate die ganze Poesie zerschossen. Durch jedes meiner Gedichte ging ein Schützengraben. Ich war arbeitsuntauglich. Die Wörter kehrten mir den Rücken und duckten sich vor mir wie ein unterdrücktes Volk vor einem bösen Herrscher. Sie gehorchten mir, aber sie verschlossen sich. Wissen Sie, man muss ein reines Herz haben, wenn man schreibt. Man muss ein gütiger König sein. Dann strömen die Wörter einem zu, dann machen sie sich auf und versammeln sich von selber zum Gedicht. Wie er das Verhältnis der Geschlechter heute wahrnimmt, ob er glaubt, dass sie gleichgestellt sein sollten, oder ob er der Ansicht ist, dass die Rollen nach dem Spiegelprinzip, also komplementär, verteilt gehörten. Wieder ruft er nach Anni. Furchtbar laut und aufsässig, ich zucke zusammen. Ich will näher ausführen, was ich meine, aber er brüllt unbeirrt weiter. Anni, sagt er, während sie sich entnervt zu ihm hinunterbeugt. Anni, wie ist das mit dem Geschlechterverhältnis heute? Habe ich da was versäumt? Wie laufen die Debatten? Ich verfolge das nicht mehr. Sie erinnert ihn an irgendeinen Fernsehbeitrag oder Zeitungsartikel, den sie gemeinsam gesehen bzw. gelesen haben und eilt dann wieder davon. Meyerberg nickt. Und versinkt sofort wieder in sich selbst. Er murmelt. Es dauert quälend lange. Und ich habe bereits ein schlechtes Gewissen, den alten Mann so sinnlos überanzustrengen. Doch da beginnt er abermals völlig überraschend zu sprechen. Es kommt alles von der Idee der Karriere. Sie hat beide Geschlechter erfasst und die Idee des Menschen zerstört. Jeder will, nein, muss aufsteigen. Es ist eine Frage der Potenz. Und es wird unterschiedlich darauf reagiert, nicht wahr? Von Männern und Frauen unterschiedlich. Die Männer werden plump geil. Jawohl, sie verlegen ihr Beziehungszentrum ins Büro mit dem nächstliegenden Lustobjekt der Sekretärin, nicht wahr? Überhaupt lernt man sich ja heute nur noch am Arbeitsplatz kennen. Und ja, also die Frauen werden zu Beamtinnen ihres Geschlechts, Gleichstellungsbeauftragte. Der Kampf ist also ein Brand, verstehen Sie? Und ein Kampf, der wird ja immer körperlich geführt. Im letzten Grunde körperlich. Mit Brutalität. Und also mit dem Vorteil für den Brutaleren, in der Regel den Mann. Das Charakteristische unserer Zeit ist, dass die Geschlechter die Scheu voreinander verloren haben. Nicht die Angst, die was anderes ist. Die Angst ist ja ohne Moral, während die Scheu einem Ethos entspringt. Die süße Scheu der Geschlechter, verstehen Sie? Vielleicht gibt es sie immer noch irgendwo, aber sie wird jedenfalls öffentlich abgelehnt. Man darf nicht mehr davon reden, auch nicht träumen. Nein, nicht träumen. Die Körper sollen füreinander verfügbar sein, verstehen Sie? Lieber sieht man sie in Kampf und Krieg als in der Scheu, auch wenn man scheinheilig den Krieg beklagt. Die Potenz, und ja, das ist ja nur ein anderes Wort für die Plumpheit, die plumpe Potenz ist ja der hauptsächliche Wirtschaftsfaktor. Ohne Potenz kein Produkt. Es muss immer irgendwas erzeugt werden. Das wahre Leben aber beginnt mit der Scheu, mit der Fähigkeit zur Berührungslosigkeit, mit der Fantasie vom Anderen, mit der Fantasie überhaupt, im Gedicht, in der Poesie. Verstehen Sie? Oder besser, im Poetischen. Die Poesie ist ja nur das Abbild des Poetischen, nicht wahr?
Und das wahre Leben wird es immer im Poetischen nur geben, in der Fantasie, die weder potent ist noch produktiv, sondern einfach nur vorhanden und wahr als Unwirkliches. Wer die Fantasie Wirklichkeit werden lässt, tötet sie ab. Das ist eine simple Tatsache. In der Wirklichkeit wird alles Erhabene ja nur zur Wirtschaft. Die Wirklichkeit ist eine einzige Wirtschaft, eine Spelunke, eine Schwerenöterin. Die Wirtschaft, das Bruttosozialprodukt, ist die neue Sexualität. Die vormalige war die Religion oder auch, ja, der Mythos. Aber die ursprüngliche Form der Sexualität, verstehen Sie, ist die Liebe. Und die Liebe ist die Idee. Sie bleibt immer unwirklich. Und genau das ist ihre Rettung.